Mein Name ist Thomas Köhler, bin der Direktor dieses Hauses und ich freue mich sehr, denn das sind die schönsten Termine, die man sich als Museumsdirektor vorstellen kann. Eine Preisverleihung oder besser gesagt gleich drei. Manchmal muss man zu seinem Glück gezwungen werden und so ist es der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit dem Hans- und Lea-Grundig-Preis gegangen. Der ist uns ja eher so zugewachsen oder zugefallen, als dass wir ihn aktiv gesucht haben. Nun sind Flucht, Exil, Migration und Integration keine Geschichten allein aus der Historie, sondern hochaktuell, mancherorts noch schlimmer, im Wortsinne brandaktuell. Theater ist mit Kiew Tramvai. Die Titel übrigens in jiddische, russische und ukrainische Sprache. Also, los geht's. Mein Anspruch war zu sagen, wir müssen uns diesen Preis eigentlich erst neu verdienen. Wir haben ihn ja selbst nicht erhalten von Lea Grundig. Wir müssen etwas tun, uns mit dem Werk von Lea und Hans Grundig neu auseinanderzusetzen. Und es ging um Migration, Exil, Widerstand, Antifaschismus. Wir meinen, dass durch diese Forschungsarbeit eigentlich der Anspruch erworben wurde, nun diesen Preis neu zu vergeben. Es waren mehr als 260 Bewerber. Es ist aber natürlich schon bedeutungsvoll, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung einen Kunstpreis hat. Nicht alle politischen Stiftungen in Deutschland machen so etwas. Die Jury erhoffte sich eine Kunst im Widerspruch, im Widerstand, die Migration, Flucht und Exil thematisiert, suchte Künstlerinnen und Künstler, die in verschiedenen Gesellschaften zugleich leben und eine Kunst wagen, die politisch grundiert ist. Auf Olga Czitlina treffen all diese Kriterien im Wortsinn zu. Sie steht daher auch mit ihren Projekten in einer würdigen Nachfolge von Hans und Lea Grundig, die als Kommunisten in ihrer Kunstpraxis sich für die Entrechteten und Ausgegrenzten eingesetzt haben. And for a long time, for at least several years, I was thinking of my goal as an artist or as a cultural actor, as shifting public opinion. We had some hopes that we could maybe alter the situation a little bit by making art, making publication, making some public actions. And humor is our only weapon, that was the motto of Hajan Nasreddin Joke Contest. And I have to say that these hopes maybe have partially evaporated also last year with the break of Ukrainian war, and there was quite a big feeling of helplessness. At least some understanding that we have to continue doing something is also still present. Quite important to get this prize of the artists who were also busy with anti-fascist work. Das Buch von Lit Wahlmann und Matthias Reichelt trägt durch die fundierten Recherchen und fachliche Aufarbeitung einerseits und den sehr persönlichen Zeugnissen andererseits dazu bei, das Wissen und das Bewusstsein über diesen Genozid an ein größeres Publikum heranzutragen und dabei dieses Thema in die Gedenkkultur des Holocaust stärker zu verankern. Vor allem als eine Anerkennung für das eindrucksvolle und eindringliche Werk der Chaya Stoika, das gerne unter dem zwiespältigen und von uns abgelehnten Terminus Outsider-Art rubriziert wird. Was soll der Sinn sein, akademische Kunst von autodidaktischer und unkonventioneller Kunst zu trennen, wenn im kanonisierten Kunstbetrieb schon lange viele Autodidakten zum selbstverständlichen Kanon gehören? Ich habe zum Stift gegriffen, weil ich mich öffnen musste. Schreien. So hat Chaya Stoika einmal den Beweggrund für ihr Schreiben im weiteren Verlauf auch für das Malen und Zeichnen formuliert. Die Kunst in ihrem Fall verdient den Terminus Überlebenskunst, denn die künstlerische Verarbeitung ihres Überlebens als Kind in den Konzentrations- und Vernichtungslagern Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück und Bergen-Belsen half ihr, das Trauma im Alltag zu bändigen. Wir haben uns eigentlich formiert um die Frage, inwiefern können wir Architektur dokumentieren, aber auch wie kann Architektur selbst ein Medium der Dokumentation sein.
Das Nachleben exilierter Architekturen und Architekten ist aufs Engste auch mit dem Leben und Werk von Hans und Lea Grundig verbunden. Diese Herausforderungen haben sich Weizmann und ihr Team auf vorbildliche Weise gestellt. Wirklich seriöse Kulturveranstaltung. Das ist schön, also sowas zu sehen, also dann, dass es auch solche Preise gibt oder solche Förderungen gibt, eben so Randpositionen ins Licht zu holen. Ne? Die so eher Nischen- oder Randphänomene ausgefüllt haben und die plötzlich da in den Vordergrund treten. Also das fand ich auch beeindruckend. Also sie haben wirklich auf die Qualität geachtet und auf das, was an Engagement dahinter steckt. Und das Engagement war bei jeder dieser Preisträgerarbeiten spürbar. Ich glaube, das ist einfach schön, wenn das so einen tollen Abschluss hat. Also das auch mal manifestiert sich in so einer Veranstaltung einfach und dann ist das eine richtig runde Sache.